Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Dark and Light im Early Access. Ja, wir sind bereits in Folge 34 und dahinter ist ein Tierchen Level 72 und ich glaube nicht, dass es gut ist, dass es 72 ist, wenigstens nicht für mich. So simpel ist es. Wie weit ich es wohin locken kann, weiß ich nicht. Treffen kann ich es anscheinend gar nicht, da bin ich wohl zu doof zu. So, jetzt kommt er auf jeden Fall hinter mir her. Ich werde jetzt schnell und zackig und zügig laufen. Und werde mal gucken, wann er abgelenkt ist. Werde jetzt also durchlaufen bis zur Stadtwache. Immer schön flüssig laufen, laufen, laufen. Und bei der Stadtwache werde ich mich umdrehen. Was Ding jetzt hinter uns hergekommen ist, weiß ich nicht. Nee, anscheinend soweit nicht. Gut, dann gucken wir nochmal, wo er denn hängen geblieben ist. Dann wäre er ziemlich früh hängen geblieben, wenn er hier schon nicht mal mit hergekommen ist. Hey. Gucken wir mal. Vielleicht ist er auch in eine Schlucht gestürzt oder schräg gelaufen ist. Kann man echt nicht sagen, ne? Hey? Der Hund unten rennt auf jeden Fall ein Skelett. Der hat ja schon wieder so eine dämliche Katze. Welchen Level hat die jetzt? Hier rennt ziemlich vieles durch die Gegend, was man nicht haben will. Komm hier wenigstens so vor. So, ja, da hat es leider einen kleinen Schnitt gegeben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mich ins Haus begeben und habe die Tür zugemacht. Ich dachte mir, das war mal ganz was Neues. Ich weiß auch nicht, wo die Katze oder irgendwas hin ist. Und da bin ich einfach nur ziemlich doof am viel rumgucken und weiß nicht, wo was hingelaufen ist. Also ich greife Sachen an, die rennen hinter mir her und sind plötzlich weg. Das ist alles ziemlich kurios, muss ich sagen. Andere Geschichte ist, hier rennen natürlich jetzt wilde Tiere rum. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist ja nichts mehr am Leben, was ich zum Beispiel dann nehmen könnte, oder? Das ist ein Panther Level 4. So, Panther Level 4, wo bist du?
Ich verstehe es nicht. Also, ich habe selbst die Einstellung runtergesetzt, dass Tiere nicht mehr so viel Schaden machen. Der hat mich mit zwei kleinen Pranken weg. Das ist ein Level 4. Muss ich da was zu sagen? Nee, ne, oder? Also, es macht nicht viel Sinn. Also, selbst Einstellungen oder Einstellungen, die man macht, haben keine Relevanz anscheinend. Also, ich weiß nicht, wie es auf Dedicated Servern oder sowas ist, aber hier auf hier im Singleplayer hat null Wert, was ich mache. Also ich kann hier rumrennen, ich kann hier machen. Ich kann mir welche auf die Nase hauen lassen, ich kann mir keine auf die Nase hauen lassen. Ich bin Level 18, habe einigermaßen Klamotten an. Habe es eingestellt, dass ich mehr Schaden mache, das Tier weniger Schaden macht und ein kleiner Level 4 Panther macht mich tot. Einfach so. Naja, hier ist anscheinend immer noch alles, ne, außer aus den Fugen geschwebt eh noch alles in der Luft. Müssen wir echt mal gucken, was wir aus diesem Theater hier machen, wenn ich ehrlich bin. Es macht nicht viel Mut momentan und Sinn. Also der letzte Patch, der hat eher alles kaputt wie heile gemacht. Ja, der Drache, das war eigentlich einer, der einen nichts tut. Bei, für mein Spielempfinden hege ich jetzt die Vermutung, wird er mich jetzt angreifen und sofort in 1000 Fetzen reißen. Ja, ich muss natürlich jetzt gucken, wo die blöde Katze hin ist, weil da ist natürlich mein Leichnam und meine Klamotten. Die wollte ich mir auf jeden Fall nochmal eine Runde wiederholen. Auch die anderen Tiere, die ich so angegriffen habe, die einfach stumm verschwunden sind. Sie haben sich also einfach in Luft aufgelöst. 72er Mobs, haust du an und ja, sind einfach weg. Ja, jetzt muss ich mal eine Runde vorsichtig hier laufen. Da ist mein Leichnam. Da hinten ist die Katze. Hat die Katze mich gefunden? Ja, sehr gut. Dann rennen wir jetzt mal eine Runde. Rennen hier so scharf um die Ecke, dass ich hoffe, dass die Katze runterfällt. Ich sehe jetzt keinen Angriffsmove der Katze. Da ist sie. Rennt auf jeden Fall schneller wie ich. Ist die Frage, wann sie angreift. Da ist sie immer noch hinter mir. Und da hat sie mich schon wieder getötet. Ja, da kann man nicht mal vorweglaufen. Ja, also wir spawnen einfach jetzt 200 Mal oder sowas. Aber wie gesagt, ich werde das die Let's Play-Serie unter solchen Bedingungen mal erst einstellen. Weil wenn ich alles auf ultimatives Cheaten stelle, dann wird man hier wahrscheinlich durchkommen. Dann kann ich auch mit dem Fingerschnipp ein Tier umbringen. Aber das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck, finde ich. Guck mal, ob die Katze sich jetzt hier nochmal locken lässt. So, könnt ihr denn jetzt bitte mal die freundliche Stadtwache so eine Katze erschießen? Oder bringt jetzt auch eine 64er Stadtwache die Katze nicht um? Da würde ich mich totlachen, wenn die Stadtwache jetzt hops geht. Das ist ein Panther Level 4. Was soll ich dazu sagen? Der Panther Level 4 hier hat 1000 Leben gehabt, wenn ich das ja gerade richtig gesehen habe. 1000. Das ist doch eine Relation, die so überhaupt nicht machbar ist. Also hier in dem Beutel kann nichts sein. Das ist mein alter Leichnambeutel. Ich hoffe, dass der andere noch okay ist. Dann werde ich die Sachen da auch rausnehmen. Und ja, dann muss ich leider sagen, ist es mir zu komisch, das Ganze momentan. Ich weiß nicht, wie, was, warum hier komplett schief geht bei dem Spiel, aber es geht einiges schief. Vielleicht muss man tatsächlich mit einem Dedicated Server arbeiten, wo man die Sachen vernünftig einstellen kann. Oder mehr Einstellmöglichkeiten hat, ich weiß es nicht.
Weil momentan bin ich nur alle 2 Minuten dabei, Klamotten zu organisieren, um meine ganzen Sachen zu reparieren. Das ist eigentlich alles, was ich hier tue, ne? Sind wir mal so ehrlich, wie es ist. Und das, obwohl ich, natürlich kann natürlich sein, dass in den ganzen Menüeinstellungen die Sachen das Gegenteilige bewirken, dass ich das Tier geputscht habe anstatt das Tier, ne? Will ich nicht widersprechen, aber wie gesagt, die Menübeschriftungen und sowas sind ja eh alle noch nicht so wirklich da. Deswegen kann man das schlecht sagen, ne? Also, das soll ich anziehen können. Das soll ich anziehen können. Das ist alles zwischenzeitlich kaputt. Ja, die kann ich fallen lassen. Die kann ich auch fallen lassen. Ja. Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Es ist schwer nachzuvollziehen, was halt einige Sachen wohl bedeuten. Vielleicht, wie gesagt, ist es in den Einstellungen, dass es genau das Gegenteilige be bedeutet, wie das, was da steht. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich jetzt Axt oder. Ich glaube, Spitzhacke bringt am meisten, ne, oder? Ne, Spitzhacke bringt anscheinend nur Fleisch. Ja, wie gesagt, es ist schon fragwürdig alles. So ein bisschen wenigstens. Ne, ich brauche anscheinend ja den ganzen Haufen Mats, um meine Sachen zu parieren, weil sie teilweise auch schon ein bisschen bessere Klamotten sind. So, dann nehme ich jetzt hier mal die Axt. Axt macht Knochenfleisch, bisschen Fell, okay, nicht so sonderlich. Schwert wieder in die Hand. Ihr seht selber, also an dem Tier mache ich jetzt relativ viel Schaden, aber ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll, sozusagen. Wie gesagt, wir gucken mal. Ich versuche noch so ein paar Übergangssachen zu machen, wo ich jetzt hier ein bisschen gucke, dass ich die Klamotten normal repariert kriege. Und dass wir hier ein bisschen weitermachen können. Und dann werden wir mal schauen, ob zwischenzeitlich noch ein, zwei Patches reinkommen. In letzter Zeit waren sie eigentlich relativ schnell mit ihren Patches. Deswegen bin ich da eigentlich relativ guter Dinge, dass die Jungs ein bisschen was noch geregelt kriegen. Und auf jeden Fall muss man sich die Beschreibung der Einstellung eindeutig nochmal eine Runde überlegen bei denen. Weil, wenn ich einen Faktor unter 1 einstelle im Menü, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass das geringer, weniger ist wie normal, was derjenige oder die Einstellung bewirkt. Wenn ich das über 1 mache, auf 2, 3 oder was weiß ich, dann ist diese Funktion ein Vielfaches von dem, was da abläuft. Bloß wenn die Beschriftung vor dieser Einstellung nicht stimmt und irgendwas ganz anderes darstellt, macht es natürlich schwierig, dann nachzuvollziehen, was es denn im Endeffekt sein soll, ne? Das ist es halt. Man steckt da halt nicht drin. Eins ist positiv an der ganzen Geschichte, ich brauche meinen Fokus nicht immer reparieren oder wieder voll machen. Weil wenn du stirbst, ist er wieder voll. Das ist ein schwacher Trost. So, da hinten laufen Eber und sowas rum, das ist alles schön und gut. Da möchte ich mir wohl auch einen von zähmen, aber zum einfach mal schnell. Das sind auch alles Eber, Eber, Eber. Ich werde nicht schon wieder in etwas Böses reinrennen.
Obwohl, hier rennt genug von dem Zeug rum. Ich habe da hinten an der Wegbiegung auch schon wieder was laufen sehen. Ja, da hätten wir schon die nächste Katze. Ja, die Katzen sind ja gerade zu blöd, sind hier in Milli-Intervallen. Das heißt, wie schnell die hier bei meinem Haus vorbeikommen, das ist eine andere Geschichte. Da muss man halt einfach mal gucken, was man draus macht. So, ja. Wie gesagt, ich guck mal, wir werden die Tage jetzt mal abwarten. Ich habe jetzt die letzten Folgen, die ihr gesehen habt, alle hintereinander aufgenommen, so zwei, drei Stück. Und ich hoffe natürlich, dass in den letzten zwei, drei Tagen dann halt was passiert ist. Sprich, also was uns ein bisschen wieder ins Sichere bringt, dass man mal gucken kann, dass wir noch eine Chance haben. Ich werde auch mal gucken, ob ich noch irgendwelche Hinweise weitere zu den Einstellungen finde. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, ich sage jetzt erstmal trotz alledem bis morgen. Und dann schauen wir mal, vielleicht hat sich bis dahin ja was getan. Weil das Morgen ist für mich in zwei oder drei Tagen, weil ich dann erst die nächsten Folgen aufnehme und vielleicht sind ja in der Zeit mal Patches gekommen. Ja, ich halte euch den Morgen auf jeden Fall auf dem Laufenden und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind diesmal wahrscheinlich etwas kürzer. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es zeitlich hinkommt. Timer vergessen zu aktivieren, nicht schön, aber ist leider so. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es nicht so reibungslos läuft. Aber es muss ja bei jedem Spiel nicht. Irgendwo müssen ja mal Fehler sein oder Fehler gemacht werden vor allen Dingen auch. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dementsprechend dann morgen wieder mit dabei seid. Dankeschön.